Mittelalter. Friedrich III. Aus dem Hause Habsburg wurde 1440 zum römisch-deutschen König gewählt und 1452 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Kein römisch-deutscher Herrscher war länger an der Macht als er. Als ihm das Alter immer mehr zu schaffen machte, verließ der über 70-jährige Kaiser die Donauregion zwischen Wien und Linz nicht mehr. Seit Februar 1493 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zunehmend und in der Fastenzeit desselben Jahres stellten seine Leibärzte einen Altersbrand in seinem linken Bein fest. Nach heutiger medizinischer Terminologie handelt es sich dabei um die Folge einer Arteriosklerose. Durch einen Verschluss der Arterien wird das Gewebe nicht mehr durchblutet, es stirbt ab und wird schwarz. Daher der Name Brand. Seine Ärzte beschlossen, das Bein zu amputieren. War das Todesurteil für den Kaiser? Die Operation ist die am besten dokumentierte des Mittelalters. Beschrieben in dem Manual des Chirurgen Hans Seif, das dieser selbst verfasst hat. Ein Manual ist eine Art Handbuch für die wundärztliche Praxis. Hans Seif wurde 1435 oder 1440 in Göppingen geboren. Er war zunächst ein Leibeigener, der eine Badestube leitete. Doch er stieg zum Wundarzt auf und legte gar die Meisterprüfung in diesem handwerklichen Beruf ab. Dazu muss man wissen, dass die Ärzteschaft des Mittelalters sich in zwei Gruppen einteilt. Auf der einen Seite die gelehrten Buchärzte, das sind die Physici oder Physicus im Singular, die an der Universität studiert hatten, aber ihr Wissen nur aus Büchern hatten. Und auf der anderen Seite, da waren die Wundärzte. Das war der Chirurgicus, Plural Chirurgici, die handwerklich ausgebildet waren, ihr Wissen von einem Meister lernten und die, ja, die praktischen Ärzte waren, die die Operationen durchgeführt haben. Hans Seifs Karriere machte einen weiteren Sprung Anfang der 80er Jahre des 15. Jahrhunderts, als er zum Stadtwundarzt von München gemacht wurde und dann auch zum Leibarzt des Herzogs Albrechts IV. Für die Medizingeschichte wichtig ist Hans Seif durch seine Tumorentfernungen und Operationen der Gefäßchirurgie. Anfang April 1493 schickte Herzog Albrecht IV. Seinen Leibarzt Hans Seif nun nach Linz, um dort die Operation am Kaiser zu leiten. Diese Operation fand mit Sicherheit hier im Linzer Schloss statt, vor dem ich jetzt stehe, und zwar am 8. Juni 1493. Ja, und dieses Bild, das ihr jetzt seht, das stammt ursprünglich auch aus dem Manual des Hans Seif. Irgendjemand hat es herausgeschnitten und heute befindet es sich in der Grafischen Sammlung der Albertiner in Wien. Es zeigt die Operationssituation. Sehr deutlich kann man hier auch das schwarze Bein bzw. den schwarzen Unterschenkel des Kaisers erkennen. Und man sieht die Ärzte, die daran beteiligt waren, wobei Text und Bild hier nicht identisch sind, denn es waren im Text nur 7 Ärzte, während das Bild hier 8 Ärzte zeigt. Wer war daran beteiligt? Heinrich von Köln, der Leibarzt Kaiser Friedrichs, und Lupi, der Leibarzt von dessen Sohn Maximilian I., überwachten den Eingriff. Das waren die Buchärzte, die Physici. 3 Wundärzte hielten das Bein des Kaisers fest. Heinz Plaundorfer, Erhard von Graz und Friedrich von Olmütz. Auf dem Bild ist nur einer bei der Arbeit zu sehen. Und Hans Seif und sein Kollege Larius von Passau amputierten das Bein. Mit Sicherheit wurde seine kaiserliche Hoheit bei dieser Operation betäubt, und zwar durch einen sogenannten Schlafschwamm, lateinisch Spongia somnifera. Das ist ein natürlicher Schwamm, der mit einer Tinktur aus Opium, Schlafmohn, Mandragora oder einer anderen Droge getränkt wurde und auf Mund und Nase des Patienten gedrückt wurde, der daraufhin das Bewusstsein verlor. Allerdings konnte man natürlich die Länge der Betäubung damals noch nicht steuern. Mit einer Säge wurde dann der betroffene Teil des Beines abgetrennt. Hier seht ihr eine etwas eindeutigere Darstellung einer solchen Operation. Das ist jetzt nicht Kaiser Friedrich III., es ist auch nicht Hans Seif, sondern ein noch berühmterer Kollege, nämlich Hans von Gersdorff, aus dessen
chirurgischen Handbuch diese Illustration stammt. Die Blutung wurde dann anscheinend mit der Methode des sogenannten Umstechens gestillt. Das heißt, mit einer Z-förmigen Naht wurden die Blutgefäße verschlossen. Schließlich wurde, jetzt Zitat, der Stump verfasst und gebunden. Das heißt, der Stumpf wurde mit einer Art Manschette stabilisiert und dann sauber verbunden. Laut dem Bericht von Hans Seif setzte die Wundheilung ca. 6 Wochen nach der Operation ein und nach weiteren 4 Wochen war die Wunde weitestgehend verheilt. Kaiser Friedrich III. Entlohnte seine Ärzte großzügig und entließ sie, wobei 2 Wundärzte noch zur weiteren Kontrolle vor Ort bleiben sollten. Dennoch starb Friedrich III. Am 19. August 1493 in Linz. Die Todesursache ist unbekannt. Vielleicht doch noch eine Spätfolge der Operation oder, was auch denkbar wäre, der Kaiser war einfach so geschwächt durch diese große Operation, dass sein Körper nicht mehr mitspielte. Hier hinter mir sein Grabmal im Stephansdom in Wien. Die Medizingeschichte des Mittelalters ist ein unheimlich spannendes Thema. Mehr dazu erfahrt ihr in den Videos der Playlist. Oder am besten, ihr abonniert meinen Kanal und verpasst keine Folge mehr. Ich freue mich.